Hier meine Kurzreview zu Alice Madness Returns in 60 Sekunden oder weniger. Madness Returns ist ein Third-Person-Action-Platformer, der von der Kindergeschichte Alice im Wunderland inspiriert wurde und diese auf eine düstere, erwachsenere Weise neu interpretiert. Als Waisenkind Alice Little hüpfen und kämpfen wir uns durch das Wunderland, um es vor der Zerstörung zu bewahren und gleichzeitig das Trauma vom Tod ihrer Eltern zu bewältigen. Das Gameplay ist eher mittelmäßig. Die meisten Mechaniken kennt man schon aus anderen Spielen, vieles wiederholt sich und auch die kleinen Rätseleinlagen sind nicht besonders beeindruckend. Die Sprünge fühlen sich ein bisschen zu unpräzise an und in den Kämpfen ist oft die Kamera der schwerste Gegner. Wiederum die größte Stärke des Spiels ist bei weitem seine kreative Gestaltung. Diese kombiniert märchenhafte Idylle mit Horror und surrealen Psycho-Elementen und schafft dabei einen Fiebertraum zwischen Schönheit und Wahnsinn, voll von verrückten Ideen und abgedrehten Konzepten. Auch wenn mir das Gameplay nicht hundertprozentig gefallen hat, kann ich das Spiel also trotzdem für seine exzellente Gestaltung empfehlen. Wenn nicht zum selber spielen, dann zumindest zum Zuschauen. Für meine ausführliche Review, check das verlinkte Video.